Alle Leute, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Jetzt wollte ich gerade schon sagen Stellaris, aber nein, da sind wir ja nicht mehr. Hearts of Iron 4, und zwar mit Neuseeland. Ja, ist jetzt wirklich die gute Frage, womit wir eigentlich anfangen, das Spiel zu spielen. Weil richtig viel können wir ja nicht machen. Wir haben ja nur diese drei richtig, richtig schlechten Divisionen. Obwohl, wir könnten die einen eigentlich mal hier in eine Armee reinmachen. Gucken wir gerade mal, was wir für Kommandanten hier haben, eigentlich mal gar nicht so schlechte. Also hatten wir schon, gerade bei dem, was war's? Nicht Venezuela, genau, El Salvador war's. Bei dem El Salvador hatten wir ja deutlich schlechtere Kommandanten, nämlich gar keinen. Die haben wenigstens schon so ein bisschen Erfahrung. Und wir haben sogar einen mit Invasor-Trade. Amphibische Invasionsgeschwindigkeit und Vorbereitungszeit für Invasion. Gut, werden wir wahrscheinlich brauchen tatsächlich auch. Gut, dadurch, dass ich jetzt auch noch gar nicht mal weiß, was so unser erster kriegerischer Move überhaupt sein wird, ja, stecken wir den erstmal da rein und, ja, ich denke mal, Training ist im Moment auch nicht angesagt, weil wir haben, wir haben ein Gewehr rumliegen. Gucken wir gerade mal, wie viel wir machen. Oh, wir machen tatsächlich 3,85 Gewehre pro Woche. Ja, das, bringt uns wahrscheinlich nirgendwo hin. Wir haben eine Militärfabrik, das heißt, wir werden sehr lange Zeit nichts wirklich produzieren können. Und selbst wenn wir irgendwas produzieren, ja, der Mark V hier aus dem Ersten Weltkrieg, der wird uns auch nicht so weit bringen. Ja, von daher gucken wir mal, wie das so wirkt. Wir legen auch jetzt feierlich los. Ich drücke die Leertaste und es geht los. Gehen auch gerade auf Geschwindigkeit 5. Weil, ja, wir haben nicht wirklich viel zu machen, ne? Hier, große Säuberung steht an. Was haben wir hier? Die Reichsautobahn. Nicht das Rheinland tatsächlich. Auch sehr selten, dass die Reichsautobahn tatsächlich als erstes kommt. Begrenzte Wiederbewaffnung. Mhm. Frankreichs Regierungsreform Mare Nostrum. Oh, da fällt mir ein, wir könnten auch eigentlich, ich mache das gerade mal etwas langsamer auf Stufe 4, weil es hat gerade schon wieder angefangen, etwas zu ruckeln. Great Indian Peninsula Railway. Es wird mich natürlich auch sehr interessieren, im Verlauf dieses Let's Plays, was so unsere anderen Kollegen machen. Und das hier fasziniert mich gerade total. Haben wir das auch? Wenn wir auf uns gehen. Oh, das ist der Shit, Leute. Das habe ich mir schon gewünscht. Also, ja, sowas in der Art habe ich mir schon gewünscht, seit das Spiel rausgekommen ist. Weil, ach, dieser Glow, ich muss zugeben, sieht ein bisschen aus wie World of Warcraft. So mit diesem Strahlen, die da weggehen und diesem magischen Etwas, was da leuchtet. Aber man kann es jetzt endlich besser sehen, was die Leute so machen. Kann man das auch, muss ich ja gerade nochmal pausieren. Kann man es auch sehen bei, ja, man kann es auch sehen bei Leuten, mit denen man nicht verbündet ist. Sehr geil. Man muss nicht mehr so hin und her gucken, was die ganzen Leute so machen. Crown Corporations? Ja, kann man das hier schon? Nee, man kann hier noch nicht von sehen, wo die hingehen werden. Was haben wir noch? Südafrika haben wir noch. South African Railways, also sieht so ein bisschen aus, als würden die alle, Normalspureisenbahn. Sieht ein bisschen aus, als würden die alle so erstmal die Infrastruktur zum Laufen bringen. Bin ich jetzt der Einzige, der hier schon so ein bisschen politisch was macht? Hätte ich auch auf National National Roads Board, meine Güte. Hätte ich auch darauf gehen sollen? Ich weiß es nicht. Wie viel Infrastruktur haben wir eigentlich in Neuseeland? Wahrscheinlich nicht sehr viel. Da wollte ich jetzt nicht drauf. Nein, ist ja gut. Gehen wir wieder zum normalen Kartenmodus zurück. Infrastruktur 5 und 6. Okay. Also, ja, könnte besser sein. Trotzdem, können wir uns immer noch später noch holen, weil, ja, was bringt uns das? Wir haben sowieso nicht so viele Truppen, die wir irgendwie rumschicken können oder sonst was. Und, Sekunde. Februar und wir haben schon den Spanischen Bürgerkrieg. Ah, der Bildschirm ist auch neu. Jetzt sieht man auch ein bisschen mehr, wer wem den Krieg erklärt. Oder wer zumindest mit wem im Krieg ist. Ja, er hat sich immer noch nichts verändert, immer noch genau die gleichen Grenzen. Ich denke mal, da wird sich auch,
ja, sonst nicht wirklich viel geändert haben im Sinne von KI, die da zur Hilfe kommen oder auch nicht. Ja, wir sehen jetzt erstmal noch nicht wirklich viel, außer das United Kingdom, was so ein bisschen Truppentransporte betreibt. Das ist auch ziemlich neu. Also natürlich, Truppentransporte sind nicht neu, aber dass das Vereinigte Königreich Truppen abzieht aus seinen Stellungen hier in Afrika und so, um die dann zu Hause zu stationieren? Na gut, hier unten der Krieg ist auch schon gut im Gange, obwohl der startet, glaube ich, mit Spieldings antritt. So, die erste Labour Party. Wir haben ein bisschen. Was haben wir bekommen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nicht zwei leichte Kreuzer. Nein. Okay, dieser Schwerpunkt hat im Moment keinerlei Auswirkungen. Ja, auch sehr gut. Ist natürlich die Sache, wie wir jetzt direkt weitermachen. Ich glaube, na, politische Macht ist gar nicht mal so verkehrt. Hierdurch wird nicht irgendwas hier drüben geblockt, oder? Ratana-Allianz, politische Machtkosten pro Tag. National zusammen. Machtkosten plus 0,2. Ist dann damit gemeint, dass ich plus 0,2 bekomme oder dass es quasi minus 0,2 wird? Machtkosten pro Tag plus 0,2. Ein bisschen blöd formuliert. Was haben wir noch? Bauplätze. Ja, interessiert gerade nicht unbedingt so. Nationalgeist, Social Security Act, Zusammenhalt und rekrutierbare Bevölkerung. Ja, da sind wir ja im Moment ziemlich im Keller. Manpower Act. Ja, interessiert uns wahrscheinlich erst, wenn wir anfangen, so wirklich eine Armee aufzustellen. Wenn ich das hier mache, sind mir dann die Briten schon böse? Es sieht laut dem Tooltip hier nicht so aus. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Also wie gesagt, ihr könnt da ja entscheiden oder vielleicht habt ihr schon entschieden. Ich weiß es nicht. Ich nehme das gerade auf. Ich habe gerade das erste Video hochgeladen schon. Und das haben auch schon zwei Leute kommentiert. Allerdings noch nicht zu der Situation, was jetzt eigentlich passieren soll. Das heißt, keine Ahnung, ich nehme jetzt wahrscheinlich so zwei Folgen auf, ohne mich hier direkt zu entscheiden. Und gucke dann nochmal, was da sich bei dem Video getan hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr so entschieden habt oder was ihr so gerade jetzt am Entscheiden seid. Was wir hier so machen. Von daher, ja, will ich da nicht direkt so drauf gehen. Ach, die neue Musik ist der Hammer. Ah, es fühlt sich so frisch an, mal wieder so neue Musik hier zu fühlen, zu spüren, wie das Ganze. Ah, neue Sachen, ich liebe neue Sachen. Zwei leichte Kreuzer. Ja, ich sage, die Sache ist, was machen wir mit zwei leichten Kreuzern erstmal? Und will ich damit noch ein bisschen warten, bis vielleicht England so ein paar neue leichte Kreuzer vielleicht gebaut hat und nicht mehr so diesen alten Junk da rum haben? Vielleicht, wenn das nicht festgesetzt ist, welche leichten Kreuzer wir bekommen, vielleicht kann ich dann so ein paar neuere Kreuzer abgreifen. Also da, möchte ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen warten. Allerdings hier drüben, die Forschungsteams und gerade das Industrielle ist im Grunde genommen sehr wichtig. Öl, ja, mein Gott. Stahl, auf jeden Fall. Sheepfarms. Konsumgüter minus 5%. Ja, auch, ja, ganz okay. Bringt uns wahrscheinlich nicht wirklich viel, weil wir nur 4 Fabriken haben und 5% von 4 ist immer noch 0,00 irgendwas. Das heißt, dadurch, ja, bekommen wir erstmal nichts. Würde aber hier unten hingehen und das sind schon wieder zwei Militärfabriken. Ja, komm, wir fangen mal ein bisschen an mit Infrastruktur. Irgendwann müssen wir ja anfangen, das aufzubauen. Und wieso nicht jetzt? So, gucken wir mal, was wir dann. Was macht ihr? Industries Assistance Corporation. Ach, und dieser Glow gefällt mir so gut. Oh mein Gott. Forschungsbonus für Industrie. Was macht Indien? Industrielle Expansion. Sehr viel Industrie tatsächlich. Schwere Maschinen. Ja, wir auch wieder Industrie. Wen habe ich vergessen? Kanada.
Kanada. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was es ist. Okay, politische Macht. Raoul Serrois. Ist das ein Franzose? Ich weiß es nicht. Komischen. Kanadische Geschichte ist auch sowas. Da kenne ich mich eigentlich so gar nicht aus, ne? Also Australien geht noch so. Neuseeland. Bis auf irgendwelche Herr der Ringe-Facts und so. und so ein bisschen Ureinwohner, Maori und sowas. So ein bisschen, aber im Grunde genommen kenne ich mich da auch gar nicht so viel aus. Ich meine, so ein bisschen Weltkriegsgeschichte, klar. Forschungszeit, ja, na, da können wir noch nicht. Machen wir erstmal Forschungszeit. Ein bisschen Weltkriegsgeschichte, ja. Aber das war's dann auch schon. So, hier oben. Deutschland schickt Freiwillige. Und hier unten natürlich wieder die Spanier. Italien hat noch keine Freiwilligen da drüben. Italien, was macht ihr? Gut, was macht Frankreich? Status okay. Na gut, das heißt zumindest mal, dass sie hier den demokratischen Pfad wählen. Ja, je nachdem, was wir für einen Pfad dann auswählen, wird das uns ja, entweder helfen oder halt nicht. Müssen wir mal gucken, aber wahrscheinlich wird es uns eher nicht helfen. Sowjetunion immer noch daran, die große Säuberung durchzuführen. Was haben wir hier? Japan, Marineinnovation. Fangen noch nicht an mit ihrem politischen und so gegen China, aber es wird wahrscheinlich auch bald kommen. Ach so, ja, okay. Manchurei ist einfach noch nicht drin. Okay, Marine. Warte, Moment. War das hier? Schon vorher? Reich Manchukuo. Also hier haben wir noch Menkuokuoko. Ah, Manchukuoko. Ist das neu? Ah, nicht das. Ist das hier neu? Marionette von Japan. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung. Das kann jetzt natürlich auch durch die Mods sein, die ich hier die letzten paar Male gespielt habe. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass das hier normalerweise, also im Originalspiel direkt zu Japan gehört. Aber jetzt ist es eine Marionette. Ha. Müsste ich jetzt selbst auch nachgucken. Keine Ahnung. Ja, gibt's eigentlich noch irgendwelche sonstigen Sachen? Das irritiert mich gerade irgendwie. Ich habe irgendwie die Patch Notes im Hinterkopf und es fühlt sich so an, als würde ich irgendwas übersehen. Gut, hier haben wir diese Forschungsboni vom Commonwealth, die so, ja, ganz okay sind. ist jetzt nicht der Riesenburner. Aber man hat's mal. Das sind immer so mal 10%, vielleicht hat's mal 20% oder sonst was. Ja, das ist aber jetzt auch nicht der Game Changer jetzt fürs Commonwealth tatsächlich. Gab's nicht irgendwelche. Alter, guckt. Oh, hatten die so viel. Die hatten doch nicht so viele Truppen hier auf den britischen Inseln, oder? Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe. Und die scheinen auch tatsächlich ihre Marine zusammenzuführen. Etwas, was die KI ja mehr oder weniger nicht so sehr gemacht hat. Im Basisspiel, so die Marine in den Häfen zu halten und dann wirklich auch zusammenzuführen und sowas. Reiner Besetzung ist durch, National Roads Board ist für uns auch durch, dann gehen wir jetzt einfach mal hin und, ja, was tun, was zuerst. Also hier Zivilfabriken, für die Zivilfabriken brauchen wir euch beide und hierfür brauchen wir auf jeden Fall das. Das heißt, wir müssen diese drei hier sowieso machen, bevor wir irgendwie diese. Ja, obwohl, wir könnten das Forschungsteam rushen. Das wäre dann 1, 2, 3, 4. Und dann, na, hier unten brauchen wir noch Think Big. Das heißt, boah, Alter. Das heißt, wir müssen das hier alles auch noch machen. Project Seal. Das brauchen wir da, einen der folgenden Schwerpunkte. Alter. Das heißt, um das hier unten zu bekommen, müssten wir auch diesen ganzen Baum hier drüben machen. Krass, okay, ja, das heißt, die Forschungsteams bekommen, also die drei hier unten, bekommen wir tatsächlich erst ziemlich, ziemlich spät. Wir können uns das hier recht früh holen, sind dann bei drei Forschungsteams, aber
So, bis wir hier unten ankommen. Das kann schon dauern. Was brauchen wir dringender? Öl oder Stahl? Na, ich denke mal Stahl für die... oder würde das uns mehr bringen? Nee, wahrscheinlich. Nee, haben wir ja eben gelesen. Dann holen wir uns erstmal einen Stahl. Ist halt ziemlich bisschen meh, dass wir da erst über den Stahl und das Ödel gehen müssen, was wir im Moment nicht wirklich so brauchen, um an die Fabriken zu kommen. Verteilte Industrie, konzentrierte Industrie, ich denke mal konzentrierte Industrie, weil wir haben sowieso nur zwei Provinzen. Das heißt, wenn wir bombardiert werden, dann trifft es uns so oder so. Und wir können das nicht irgendwie auslagern, was ein bisschen blöd ist. Ja, je nachdem, gegen wen wir dann kämpfen. Klar, wenn wir gegen Australien kämpfen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir bombardiert werden, so direkt nebenan. Wenn wir jetzt dann uns doch entscheiden, gegen Japan zu kämpfen, ja, was denkbar wäre, aber im Moment irgendwie nicht, ja, wo ich nicht so der Fan von bin, gerade im Moment, kann sich ändern. Ja, Japan dürfte, glaube ich, ein bisschen schwierige Zeit haben, uns da zu bombardieren. So, wir haben unsere ersten 150 politische Macht und jetzt glüht das auch hier so ein bisschen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil hier wussten wir ja sowieso immer, was abgeht und was wir machen wollten oder nicht. Politische Orientierung will ich gerade im Moment noch nicht wirklich ändern. Was bist du denn hier? Ideologischer Kreuzritter. Monatliche Meinung, gleiche Ideologie plus 100%. Gilt aber, glaube ich, auch nur, wenn wir Beziehungen verbessern. Fürst des Schreckens, ne, Rüstung. Haben wir sonst nichts? Haben wir niemanden, der uns politische Macht bringt? Das ist ziemlich scheiße. Ja, tatsächlich. Wir haben so ein bisschen Kosten für Umbau zivile Militärfabriken. Das bringt uns auch nichts im Moment. Auswirkungen Partisanen bringt uns nichts. Das hier bringt uns sowas, wenn wir jemanden beeinflussen wollen, was wir mit unserem Plus 1 politische Macht nicht wirklich tun wollen. Das heißt, wir können das hier alles erstmal komplett vergessen. Da ist ziemlich Müll. Gut, das hier können wir noch nicht machen, weil wir Dings sind, weil wir Demokraten sind. Hier. Freihandel. Ich meine, wir produzieren sowieso nicht allzu viele Ressourcen. Nein, wir produzieren nichts außer ein bisschen Wolfram. Wolfram von allen Dingen. Von daher würde ich sogar sagen, Freihandel wäre besser für die Fabrikleistung, Baugeschwindigkeit und vor allem die Forschungszeit. Wir haben sowieso nur zwei Forschungsteams, deswegen würde uns das wahrscheinlich sehr viel helfen. Die Wehrpflicht zu ändern, ich meine, so wirklich gute Sachen können wir sowieso noch nicht produzieren. Ja, wir können hier so ein bisschen Industrie machen. Elektronik, Industrie, ja, aber, ich glaube, die Forschungszeit und hier mit Produktion wird uns einfach mehr bringen. Auf lange Sicht zumindest. Von daher machen wir das jetzt erstmal. So, dann, ja, wir haben gerade das Dings geändert. Was macht ihr oben? Canada Pacific Railway, okay, das ist wahrscheinlich einfach hier so eine Autobahn, wollte ich gerade sagen. Nee, Zugstrecke. Was macht ihr? Verstärken Sie das Empire. Hat das jetzt irgendwas mit uns zu tun? Nationaler Zusammenhalt? Nein. Haben die jetzt eigentlich, entwickeln Sie Britisch-Indien? Okay, das ist meinungsbasiert. Aber ich suche hier gerade jetzt danach, die hier irgendwelche Möglichkeiten haben, um unser Streben nach Freiheit hier zu untergraben. Ich weiß es gar nicht. Müssen sie eigentlich? Okay, das hier ist alles unverändert geblieben, denke ich mal. Zugewinn an demokratische Tendenzen. Meinung. Das ist alles nur Meinung. Das ist nicht wirklich... wie heißen diese Punkte? Ich vergesse es immer wieder. Autonomiepunkte. Also, die können die Meinung verändern, aber nicht die Autonomiepunkte. Doch, da unten, ganz im unteren Anhang ist es. Minus 49,98.
Autonomie-Score. Das heißt, hier ist Südafrika, Australien, Neuseeland. Das heißt, wir sind wirklich hier am unteren Ende. Das heißt, es würde ein bisschen dauern, bis die hier überhaupt zu uns kommen würden. Ja, ist ja auch irgendwie logisch, weil, ja, strategisch gesehen, Neuseeland ist jetzt nicht wirklich, ja, ausschlaggebend für irgendwelche Kriegsbemühungen. Da ist Australien schon irgendwie attraktiver und da ist Indien attraktiver und da ist selbst Südafrika attraktiver mit dem Kap der guten Hoffnung hier oben und Kanada, ja, ist natürlich eine Wirtschaftsmacht, die alle anderen Commonwealth-Staaten so ein bisschen in den Schatten stellt. Ist jetzt keine große Wirtschaftsmacht wie die Vereinigten Staaten oder sowas, aber immerhin größer als alles andere, was das Commonwealth so zu bieten hat, bis auf das Kernterritorium hier, das Vereinigte Königreich selbst. Ist die Frage halt, ob wir die fast 50, wieso eigentlich 49,98? Was ist das für eine blöde Zahl? Hat das irgendeinen Sinn? Ich weiß es gar nicht. Ist halt die Frage, ob wir das in Kauf nehmen und so ein bisschen Zivilfabriken und Schiffswerften und sowas bekommen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die irgendwie dazu überreden können, das zu machen. Haben wir irgendwie irgendwelche... Ja, es sieht nicht so aus, als ob hier irgendwelche neuen Interaktionsmöglichkeiten zu... Da werden bis... Oh, na, hier unten ist unsere Autonomie erhöhen. Aber dafür brauchen wir... Oh, die Shit. Okay, das geht sowieso nur... Ach, das ist quasi dieser andere Button. Das ist quasi der Button hier, nur nochmal im Diplomatie-Modus. Ja, schade. Ich dachte hier mit dem DLC... Säuberung? Okay, die Sowjetunion hat ihre Säuberung durchgeführt. Ich dachte hier im DLC würde die Diplomatie mal etwas überarbeitet werden, weil Diplomatie ist bis jetzt einer der großen Schwachpunkte von Hearts of Iron 4. So, Neuseeland-Stahl ist durch. Dann hatten wir gesagt, wir machen das Öl direkt danach und gehen dann hier unten hin und rushen diesen zusätzlichen Forschungslot. Aber wie gesagt, naja, Diplomatie in Hearts of Iron 4 ist jetzt nicht wirklich die große Stärke des Spiels. Ganz im Gegenteil, ist sehr, sehr schwach ausgebildet hier. Aber schauen wir mal, was das so wird. So, das war jetzt die zweite Folge. Ich hoffe, es hat euch heute immer noch gefallen. Es ist, wie gesagt, noch nicht wirklich viel passiert, aber ja, es wird auch, ja, ich denke mal, dieses Let's Play wird eher ruhig sein. Keine Sorge, ich habe da noch andere Let's Plays im Auge. Kleiner Spoiler hier an der Stelle, kleiner Teaser. Also für diejenigen, die jetzt noch zugucken. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.